Also, kannst du denn den Film mal beschreiben, worum es da genau geht? Das ist immer so eine essentielle Frage. Also ich habe ihn gesehen und dachte, ja, es ist eine schöne Reise in den 90er und da gab es keine digitale Kommunikation, es gab keine Handys, es gab eigentlich alles nichts und die Clubs wurden mit Schallplatten noch aufgelegt, also analog. Und trotzdem gab es jede Menge Informationen und Party. Und die Figur, die ich gespielt habe, ist vor 2 Jahren verstorben. Leider war der Manager von Vespam und er hat eigentlich die Love Parade mitkreiert mit dem Flower und Everybody is Welcome. Also nicht so wie heute, wir sind nur in Clubs unter uns, sondern von bis alle sind willkommen. Okay. Und das spiegelt der Film wider. Würdest du sagen, dass man das Buch vorher gelesen haben muss? Nein. Das war eine sehr klare Antwort. Absolut nicht. Nee, das wäre ja auch fatal. Für einen Film, was so ein breites Medium ist. Man muss das Buch nicht kennen und vielleicht will man das Buch danach lesen. Ja, so. Genau, ja. Und wie würdest du denn deine Rolle beschreiben? Also Marc Hosemann und ich spielen zwei Plattenbosse, die plötzlich über Nacht, und das ist ja Fakt, über DJs haben plötzlich an einem Tag 100.000 Schallplatten verkauft pro Tag und sind dann stinkereich geworden. Aber das hat sie nicht interessiert. Sie sind eigentlich weiter Spielkinder geblieben und haben versucht, das zu machen, worauf sie am meisten Bock hatten. Und das gibt es heute so nicht mehr, weil jeder immer über sofort monetär sagt, ja, bringt das was ein. Also darüber haben die nicht nachgedacht und das hat ihnen einfach Spaß gebracht. Und das hat dann alle verbunden in den Roaring 90s, zu sagen, ja, wir wollen einfach alle zusammenkommen, Party machen, fertig, aus. War das denn eine große Herausforderung oder hast du dich da auch wiedererkennen können in deiner Rolle? Mittlerweile würde ich mich wiedererkennen. Damals konnte ich mich nicht wiedererkennen. Ich stand daneben und denke, das ist ja fantastisch. Alle haben Spaß und so soll es sein. Ganz simple Regel. Ist denn irgendwas, was dir noch ganz doll im Gedanken ist und wo du sagst, oh, das war so toll und das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal wiederholen oder das Gegenteil vielleicht sogar, wo du sagst... Wiederholen kann man ja sowieso nichts. Ich war in der Zeit war ich auch in Moskau und da konnte man die Straßen so überqueren, da gab es Clubs auch schon, aber es war alles dunkel, das Weiße Haus brannte und dann begann hier in Berlin der Ostteil der Stadt zu leben darüber, dass man einfach sagt, ja, ein paar Boxen rein und man hat die Stadt erkundet und es war, ein System ist kollabiert und das neue wurde aufgebaut und das ist so eine Zeit, die kann man nicht neu kreieren und trotzdem warten alle Menschen darauf, dass sowas wieder passiert, wo sie dann sagen und jetzt plötzlich ist alles neu. Naja, dann freuen wir uns mal auf den Film und möchtest du irgendwas deinen und Fans das, noch mitgeben? Und das, was neu kommt. Und das, was neu kommt, auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall, dass ihr eine sehr lustige Truppe seid und ich habe schon Spaß, euch anzuschauen. Ja, ist eine lustige Truppe. Super zusammengestellt von Arne. Sehr schön. Dankeschön. Alright. Viel Spaß.